Jessica Fietz bei Makler Tuning. Wir haben heute Marketing-Thema und wir haben die 47-Tage-Challenge und da geht es darum, innovative Marketingstrategien oder Kommunikationstechniken kennenzulernen. Ich gebe euch heute mal so einen Überblick, was die einzelnen drei Gruppen beinhalten. Allen gemeinsam, Marketing grundsätzlich ist das, was wir letztens auch schon gesagt haben, ganz wichtig. Wenn ihr ein Budget habt für Marketing, definiert ganz klar eure Zielgruppe. Also wen wollt ihr ansprechen? Welches Problem hat diese Zielgruppe? Wie könnt ihr es lösen oder zumindest wie könnt ihr Nutzen kommunizieren? Und was soll diese Zielgruppe dann tun, wenn sie die Werbung sieht, die ihr veröffentlicht? So, meine drei Provisionsturbos sind, der erste ist quasi, sind für mich die Oldie-Marketing-Themen, sowas wie, also das, was jeder Makler kennt, was fast jeder Makler im Grunde nutzt und die, wenn man diese Zielgruppe, Problem, Nutzen, CTA berücksichtigt und das in diese Oldies einbaut, man eine richtig tolle Werbung machen kann, die Eigentümer oder Kaufinteressenten oder je nachdem, wen ihr ansprechen möchtet, interessiert und euch gleichzeitig ja, empathisch macht, Vertrauen aufbaut, Interesse weckt und dann diese Zielgruppe auf euch drauf zukommen wird. Und der erste Provisionsturbo, wie gesagt, diese Oldies sind zum Beispiel Flyer, Visitenkarten, Aushänge, Chiffre-Anzeigen, das sind die Oldies, die kennt ihr alle schon, das ist nichts Neues, aber die Art und Weise, wie man sie präsentiert, wie man sie aufbaut, um möglichst viel Zielgruppen, wie sagt man Zielgruppen, eure Zielgruppe zu erreichen. So. Der zweite Provisionsturbo ist Zielgruppenbesitzpartner, also ich nenne es mal die Vitamin B-Kunden oder ja, Testimonials, Referenzen. Wo bekommt ihr diejenigen an die Hand, die euch zu eurer eigentlichen Zielgruppe führen? Also das können im direkten Bereich zum Beispiel Bauträger mit einem Bauprojekt sein, das kann aber auch die Seniorin sein, die in eurem Wohngebiet, in eurer Farm lebt und euch das eine oder andere Geheimnis über Verkäufe in der Umgebung mitteilt. Das kann aber auch genauso gut eine Hausverwaltung sein, die die Kontakt zu Eigentümern hat. Es können Handwerkerfirmen sein oder Entrümpelungsfirmen, die mitbekommen, wann ein Haus zum Beispiel leergeräumt wird oder wenn jemand gestorben ist, quasi den Kontakt euch weitergeben. Also die Art Referenz, Vitamin B nenne ich es mal. Und das dritte, das ist das spannendste Thema und das ist ja letztendlich auch das, mit dem ihr in Zukunft am meisten ja, eure Zielgruppe erreichen werdet, das ist das Online-Marketing. Und das Online-Marketing betrifft nicht nur ja, Facebook, Google oder ja, irgendwelche Internetwerbung, das spielt damit rein. Aber das Online-Marketing geht viel tiefer. Online-Marketing heißt zum Beispiel, dass ihr E-Books anbietet, dass ihr Videos anbietet, dass ihr Informationsflyer für eure Zielgruppe anbietet und das online. Weil, ich sag mal selbst, 60 Jahre plus, immer mehr Leute gehen als erstes auf Google. Die gehen auf Google und gucken, oh, ich möchte mein Haus verkaufen, was ist es denn überhaupt wert? Ne? Also so eine Sache wie ein Bewertungstool einbauen. Aber eben nicht nur auf die Homepage, sondern eine separate sogenannte Landingpage machen. Also eine einzelne Seite, wo nur dieses Tool beworben wird, weil ja, die Zielgruppe will, sucht in dem Moment, ich möchte meine Immobilie bewerten in Hamburg, Berlin, Rostock, München, Stuttgart. Und in dem Moment interessiert die eigentlich nicht, was ihr noch auf eurer Homepage habt. Die möchte eine Bewertung haben und das Ziel von so einer Landingpage und so einem Bewertungstool oder einem kleinen E-Book, wie sie zum Beispiel oder was sie beachten muss, wenn sie ihre Wohnung, ihr Haus verkaufen möchte,
da sollen die fokussiert drauf gehen, das sollen die sich runterladen, vielleicht die Adresse, klar, von einer Bewertung, bei einer Bewertung die Adresse mitteilen, Name, Telefonnummer und das Wichtigste, E-Mail. Das ist die Basis, wenn ihr dann die E-Mail-Adresse habt und noch besser die Telefonnummer, dann beginnt das eigentliche Online-Marketing, nämlich die Zuführung von Informationen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, also Bewertung würde ich ja vielleicht noch verstehen, dass ich dort die E-Mail-Adresse bekomme. Aber warum soll ich einem Eigentümer, der plant, eine Immobilie zu verkaufen und es vielleicht sogar privat zu verkaufen, warum soll ich den mit Informationen versorgen? Ja, zum Beispiel, welche Unterlagen er braucht, was er beachten muss. Und da ist der Trick, ich sage jetzt mal der Trick oder die Strategie eigentlich dahinter, zu sagen, es gibt so viel zu beachten und ihr wisst das als Makler, was es alles zu beachten gibt oder was man beachten muss, damit ein Immobiliengeschäft wirklich super läuft. Die Oma, Opa da draußen, die wissen es wahrscheinlich nicht und ahnen gar nicht, wie viele Probleme oder Fehler gemacht werden können bei einem Immobilienverkauf. Und du positionierst dich dann in dem Moment als Fachmann und wenn du regelmäßig mit nützlichem Inhalt den Eigentümer bedienst, wird ein bestimmter Prozentsatz X auf dich drauf zukommen und wird sagen, hoi, das ist eine ganze Menge, was ich da beachten muss. Vielleicht sollte ich doch mal lieber zu dem Makler gehen, der mich hier schon so gut mit Informationen beraten hat. Kann man auch zum Beispiel kostenlose Strategiesitzungen oder Beratungsgespräche anbieten und das automatisiert. Das heißt, Online-Marketing, wenn das richtig aufgebaut ist, bekommt ihr Eigentümer im Schlaf. Tatsächlich. Genau, und wie das konkret funktioniert, das werden wir dann in den nächsten Challenges sehen. Wir haben ja noch eine ganze Menge vor uns. Wir sind heute in der Challenge 8 und wir haben insgesamt 47. Das war's erstmal für heute. Alles Gute, viel Erfolg für eure Geschäfte. Wenn euch dieses Tutorial gefallen hat, gebt mir ein Däumchen hoch. Schreibt auf alle Fälle in die Kommentare, wenn ihr irgendeine Frage habt zu den Themen, die ich anspreche. Ich freue mich über jeden einzelnen der Kommentare. Ja, bis dahin, eure Ilka von Makler Tuning. Ade, tschüss.